Wir sind unterwegs mit Transport Fever 2 Preview Live Let's Play Mittagspause mit Lübe. Heute mal ein Mittagsstream ausnahmsweise. Und schön, dass jetzt zu der Stunde relativ zu einer unüblichen Zeit so viele Leute schon da sind auf YouTube und auf Twitch. Wir sind mit dem Schienenbus unterwegs, einfach damit ich euch zu Beginn etwas zeigen kann. Beim letzten Stream, es ist ein bisschen laut, ne? Ich gehe ein bisschen weiter raus, jetzt ist es leiser. Beim letzten Stream hatten wir, der war vor wenigen Stunden gestern Abend, da hatten wir am Schluss ein bisschen rumexperimentiert mit einer Lok. Ich habe mir heute Morgen, bevor ich den Stream gestartet habe, alles nochmal angeschaut und ich habe einen etwas früheren Spielstand geladen, weil ich gestern Abend, glaube ich, nicht mehr so topfrisch war und ein paar Kleinigkeiten falsch gemacht habe. Und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, wie das Spiel richtig sauber und gut funktioniert und wo man ein paar grundlegende Sachen noch besser hinkriegen könnte. Ich stelle euch die mal kurz der Reihe nach vor. Das erste ist, gestern wurde viel nachgefragt nach Schiffen. Bibi, Schiffe, wir wollen mit Schiffen irgendwas transportieren. Die Idee ist gut. Kann ich nicht anders sagen, das ist eine gute Idee. Schiffe sind nämlich im Vergleich zu vielen anderen Spielen hier unfassbar preiswert, habe ich mal gesehen. Wenn man sich das anschaut, im Verhältnis dazu, wie viel die transportieren können, einerseits, andererseits. Im Gegensatz zu zum Beispiel Railway Empire. Bei Railway Empire läuft der Transport von Personen. Da kriegt man umso mehr Geld, je schneller man die transportiert. Bei Güterfracht ist es aber nicht der Fall. Da zählt nur der Transport überhaupt. Das ist bei Transport Fever beim Vorgänger anders gelöst und ich denke auch hier. Das heißt, auch hier bekommt man eine Zeitbelohnung bei Güterfracht, wenn man Güterfracht schnell transportiert. Entscheidend dabei ist nicht der Weg, den der Zug nimmt, sondern entscheidend ist die Luftlinienentfernung zwischen den beiden Punkten. Das heißt, wenn man einen schnellen Transport wählt und einen möglichst schnellen, geraden Transport wählt zwischen zwei Punkten mit Gütern, bekommt man eine relativ hohe Belohnung. Wenn man einen Umweg geht und wenn man außerdem noch langsamer fährt, dann ist die Belohnung ein bisschen geringer. Das wiederum spricht ein wenig gegen Schiffe, weil wir... Ich habe mal ein bisschen Zinsen gespart und Geld zurückgegeben. Deshalb, weil Schiffe zwar unglaublich billig sind, wenn man sich das überlegt, wie teuer die sind im Kauf und wie viel die mitnehmen können, aber die sind auch andererseits total langsam unterwegs. Ne? Aber was sich anbietet, ich habe mir das mal angeschaut, gestern hatten wir das diskutiert hier für Brot und Lebensmittel. Da hatten wir eine andere Lösung gewählt, nämlich eine mit LKWs von dem Getreidehof rüber zur Lebensmittelfabrik, Brot eingeladen und dann hier hingebracht. Alles gut. Ist, glaube ich, auch besser als Schiffe. Aber wir haben eine Option, die mache ich nicht eine Alternative, wo wir jetzt Schiffe einsetzen können. Die zeige ich euch jetzt auch. Dass wir machen erst das Projekt von gestern zu Ende, aber dann könnten wir das machen. Und zwar folgendes. Hier, schaut mal. Hier werden Baumaterialien nachgefragt in Wilburgstetten. Wilburgstetten liegt an einer Hafenlinie. Und hier liegt eine der Baumaterialfabriken direkt am Fluss. Die verbinden, man kann natürlich auch einfach hier eine Linie durchziehen, aber das lädt doch geradezu ein, hier den Fluss mal zu erproben. Und direkt um die Ecke ist ein Steinbruch. Da können wir also die Steine hier rüberbringen und dann von hier aus Baumaterialien haben. Das ist eine sehr kurze Produktionskette, müssen nicht zu viel Geld investieren. Wilburgstetten wird sofort geboostet. Die Stadt selber bekommt dadurch, dass das Industriegebiet das Bedürfnis nach Baumaterialien gedeckt bekommt, sofort einen Boost beim Bevölkerungswachstum, alles gut. Das machen wir auf der zweiten Teilstrecke dann mit Schiffen. Und das Gute ist, auch hier ist ein Platz frei. Ich habe das schon mal ausgetüftelt. Hier können wir einen Haltepunkt hinlegen und können hier die Schiffe anlanden lassen, denn die zentralen Industriegebiete sind alle hier direkt an Flussnähe. Das bekommt man hin. Wir werden ein bisschen was abreißen müssen, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir nachher. Jetzt machen wir erst die Sache zu Ende, weil angefangen sollte man erstmal beenden, was wir beim letzten Mal begonnen hatten, und das ist folgendes. Wir hatten hier uns überlegt, und das mache ich jetzt aber nochmal, weil ich war beim gestern Abend echt nicht mehr frisch und habe viele kleine Fehler gemacht. Wir wollten hier von... Moment, ich muss mal die Tastatur ein bisschen umpositionieren, damit mein Händchen nicht verkrampft. Hier wollen wir Holz hinbringen. Wir wollen eine Bahnlinie hier hinbringen. Hier wird Rohholz abgeliefert, Baumstämme. Dann geht es hier hin, nochmal Baumstämme aufladen, zurück Bretter. Und die Bretter, die hier entstehen, bringen wir dann mit einem Zug. Der Plan ist immer noch gut. Hier hin, umkurven hier das Gebirge, bringen das hoch, bringen das hier hin zu dieser Werkzeugfabrik. Und das Werkzeug, das hier dann entsteht, wiederum kann man in die benachbarten Städte bringen und die Städte werden dann wachsen. Der Plan war gut. Den setzen wir jetzt auch um und jetzt bin ich aber ein bisschen frischer als gestern und wir bekommen das zügiger hin.
Dann würde ich eine Sache auch noch nachtragen. Eine Info vom letzten Mal wurde im Chat schon gepostet und das, nein, wie süß, Snipkno. Hi Nico, schreibt, WB schauen beim Plätzchenbacken, was könnte schöner sein? Hör mal, ich hätte gerne auch eins und der Chat auch. Kannst du nicht die frisch gebacken, die können auch noch warm sein, wir können uns ruhig ein bisschen den Magen verderben, ein paar im Chat verteilen, wäre ich dir sehr dankbar für, Nico, vielen Dank. Nicht nur an mich, auch in den Chat bitte. Also ich hätte natürlich auch gerne eine besonders große Portion, weil ich stehe total... Achso, das sind sicher keine glutenfreien, keine Maisplätzchen. Dann alles ab in den Chat. Ich will ja keinen Bauchweh bekommen. Also der Plan ist gut, den setzen wir um. Dann noch eine Info nachgereicht, die wurde in den Chats auch schon geschrieben. Es ist tatsächlich so, dass dann, wenn Züge oder Waggons lange in Betrieb sind, dass deren Unterhalt teurer wird. Das heißt, die haben eine Lebensdauer, bis wann die überhaupt funktionieren. Danach sind sie schrottreif. Das sind je nach Typ, das kann man beim Kauf sehen, 29 Jahre, 35, 40. Aber vorher wird der laufende Unterhalt schon teurer, sodass dadurch eine noch höhere Motivation entsteht, die irgendwann auszutauschen gegen neuere und vielleicht auch bessere Modelle. Oh, Nico reicht die ersten Plätzchen im Chat. Du bist ein Schatz. Das wollte ich als Info noch nachreichen. So, und jetzt machen wir hier diese Bauaktion. Ach so, und dann gab es beim letzten Mal noch eine lange Diskussion darüber, Mensch, WB, bau doch, während du die Zeit länger läuft, dann hast du mehr Geld. Ja, das erzähle ich euch nachher. Also es ist de facto so, ich würde gerne, das Spiel läuft ja nicht endlos lange. Und ich würde gerne in der Zeit, in der das läuft, auch möglichst viel ja bauen können, zu einer Spielzeit. Und wenn wir wirklich die Kredite, die zwar Zinsen kosten, aber nicht so wahnsinnig viel Zinsen kosten. Wenn wir die nutzen, um schnell viel Gewinn zu machen, sprich um Erwerbsquellen hier aufzubauen, dann haben wir früher immer mehr Geld, um in der kurzen Spielzeit mehr zu zeigen, die Städte schneller ans Wachstum zu bringen. Und deshalb stoppe ich beim Bau immer wieder, nicht wenn ich zwischendurch was erzähle, damit wir hier innerhalb der Spielzeit schnell vorankommen und gut Geld erwirtschaften. Deshalb mache ich das. Ich hoffe, ich konnte das verständlich ausdrücken. So, jetzt machen wir hier diese Bauaktionen. Das heißt, wir gehen rein in die Schienengeschichten. Ach, Punisher ist da. Habe ich einmal schon mal kurz angekündigt. Ich mache es jetzt nochmal. Euer Chatmod heute ist Punisher. Liebe Grüße nach Wien zu Punisher. Liebe Grüße nach Köln. Ich wünsche allen eine schöne Mittagspause. Dann mache ich eine Sache auch noch sparsamer als letztes Mal. Catenary heißt Oberleitung. Ich kannte den Begriff gar nicht und habe den immer überlesen. Musste tatsächlich mal googeln. Ich kannte das englische Wort gar nicht und es ist auch gar nicht so geläufig. Normalerweise lernt man Englisch ja eher mit Grundwortschatzbegriffen und geht schon in die Bäckerei und sagt irgendwie some bread and catenary, please. Also eher nicht, ne? Das heißt, wir gehen hier bei der Oberleitung in den Bahnhöfen. Das deaktivieren wir. Und da wir modular immer alles ausbauen können, machen wir auch erstmal nur die kürzeren. Das ist alles preiswerter. Und ich zeige euch das einfach mal beim Bau, den Unterschied zwischen einem Track 160 und Catenary. Und wenn wir dann hier vorne einen Bahnhof bauen würden, hier der anders wäre. Gebäude, Güterkopfbahnhof. So sieht der Unterschied aus in Geld. Also das sind so stolze 100, fast 200.000 Dollar. Oder sind das Pfund? Dollar sind das, ne? Jetzt mache ich die Oberleitung weg. Jetzt sind es nur noch 167.000 und das ist relevant, weil wir zahlen ja Zinsen für alles, was wir uns leihen. Und wenn ich dann noch auf 120 gehe, sind es nur noch 133 und wir können ja alles später nachbauen. Damals zu Beginn des Spiels, weil uns diese riesige Menge von Guthaben ein bisschen dazu verführt hat, zu viel, glaube ich, da waren damals zu viel Geld ausgegeben. Das rächt sich ein bisschen mit den Zinsen. Da hatte ich zu Beginn nicht begriffen, dass wir auf Pump hier spielten. Naja, Anfängerfehler. Also, hier gehen wir jetzt hin. Ja, es kommen keine weiteren Fahrzeuge mehr nach 2020, schreibt Axador. Trotzdem, ich finde es irgendwie schön, wenn man nicht nur jetzt das Spiel die ganze Zeit laufen lässt und keine Kredite aufnimmt, dann ist man ja 2020 und hat 3-4 Linien errichtet. Und, sondern man will ja auch das mitbekommen, dass so allmählich, so passend zum Zeitverlauf und zu den Jahrzehnten, dass es so ein bisschen wächst und dass man stückchenweise bei immer mehr Strecken das modernisiert, neue Fahrzeuge einsetzt. Also ich finde es so besser, wenn man nicht einfach ewig laufen lässt, dann Geld hat und dann alles raushaut. Also hier kommt der Kopfbahnhof hin. Echt fummelig. Man muss aufpassen, dass es nicht rot ist auf dem Bahnhof.
aber das, sonst anders ging es ja auch gar nicht, sonst ist das gar nicht baubar, aber dass das daneben auch so ist aktiviert. Dann setzen wir einen noch hier hinten hin. Drehen wir um die eigene Achse wieder. Den hatten wir gestern falsch gesetzt, weil ich im letzten Moment ein Pixelchen falsch platziert habe und mich dann schwarz geärgert habe. Unser Ziel ist hier, den fährt aber so eine Kurve. Mann! Boah, es ist frimmelig, dass beides auf einmal geht. Deshalb hatten wir uns gestern auch so schnell vertan. Endlich. Jetzt setzen wir noch einen für zwei Gleise, allerdings in die Mitte, und einen durchgehenden, denn von hier werden dann später ja noch die fertigen Bretter raufgebracht zu der Werkzeugfabrik. Dann gehen wir in die Gleise. Normale Gleise. Oberleitung nein. Da vertut man, also ich vertue mich da zumindest sehr, sehr fix leider. Hier gehen wir hin und das ist dann das rechte Gleis. Wir probieren einmal mit durchziehen. Vielleicht klappt es ja. Mal schauen, was uns da angeboten wird. Wenn nicht, gehen wir dann in die Detailplanung rein. Ziehen hier einmal quer rüber, gehen ran und gucken mal, wie das aussieht. Also Geschwindigkeit überall beim Maximum 120. 120.000 haben wir ja. Terraforming ist alles okay. Höhe kann man ja auch manuell verstellen, aber das ist alles gut. Keine Brücken, keine teuren Tunnels, alles prächtig und bestätigt. Genau, das ist eine Presse-Preview-Version, die die Entwickler von Urban Games gegeben haben. Da kommt die Frage gerade rein. Nein, vor dem Kauf, vor dem Release des Spieles kommt man als Nicht-Streamer oder YouTuber, der ein bisschen größer ist, mit den Entwicklern Kontakt hat, natürlich nicht vorher ans Spiel ran, weil das kann man dann, wenn das Spiel erscheint halt. Das ist halt so, wenn man, das ist nicht anders als bei den Spielemagazinen. Wenn man Presse- oder Medienvertreter ist, dann bekommt man Bücher, Hörbücher vorher, kann Filme vorher besuchen und unter anderes machen. Das ist hier genauso. Das ist also keine Bevorzugung des Spielers, sondern das ist einfach Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller eines Produktes und einem Medienvertreter. Das ist ja das eine ganz simple Geschichte. Dann geht's hier rüber. Sowas mache ich halt sehr viel. Es gibt sehr, sehr viele Preview-Streams bei mir morgen Abend. Morgen Abend am Freitag, den... Heute ist wann das? Na, Freitag ist der 6. Genau, Freitag der 6. Anno 1800, die Passage. Live, Preview, Live, Let's Play. Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag immer ab 20 Uhr. Die große Erweiterung, die uns in den kühlen Norden führt, bei Anno 1800 neue Regionen erschließt, gibt es bei mir auf YouTube und auf Twitch an allen Abenden ab 20 Uhr.
und auf Twitch, auch mit Twitch Drops, da kann man zwei Ornamente bekommen für sein Spiel, wenn man länger zuguckt. Das sind so Tafeln, die man dann, wenn man länger zuguckt, als Zuschauer und seine Accounts verknüpft hat, Uplay und Twitch-Account, dann bekommt ein, zwei Tage später, und die kann man dann in sein eigenes Spiel, in seinem eigenen Spiel nutzen, wenn man selber Anno spielt. Das beginnt morgen Abend, am Freitag. So, Höchstgeschwindigkeit überall angebaut. Ja, es ist ein bisschen ins Gelände reingefräst. Aber das ist dann halt so. Dafür ist das die direkte Verbindung. Und es ist alles schön gerade. Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Oberleitung haben wir weggenommen. Kann man alles so machen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Jetzt müssen wir noch ein Depot bauen. Ich nehme mal nochmal einen Kredit auf. Und das Depot bauen wir hier vorne. Gebäude. Zugdepot. Hier kommt es hin. Das machen wir in diese Richtung hier, weil die Züge ja, die wir da rausrollen, zum einen diese Strecke hier lang fahren sollen, zum anderen da oben hin. Axador schreibt, ich schaue lieber einem Streamer, YouTuber ein Spiel vorher an, kann mich dann besser entscheiden, ob ich es spielen will. So geht es vielen, andere bestätigen das genau. So, hier gehen wir ein kleines Stück weiter raus, damit es auf jeden Fall auch klappt, weil es wäre irgendwie sehr ärgerlich, wenn nicht. Ach, schaut mal hier. Das machen wir natürlich nicht. Hier wird es auch immer teurer. Oberleitung, nein. Gehen wir in die Gleise. Jetzt ist ein Moment nachdenken. Da brauchen wir zwei. Wir brauchen auf jeden Fall hier eins, genau. Und nachher brauchen wir dann noch eine Weiche hier rüber, weil der muss ja gleich hier den Bahnhof erreichen und dann oben lang fahren. Also das sollte auf jeden Fall klappen. Genau, das bestätigen wir. Dann ziehen wir hier noch eins hier runter. Das war zu früh. Ja, also wenn der hier langsamer rausfährt, das ist nicht schlimm, nur in der Gegenrichtung, da sollte das Tempo nicht ausgebremst werden. Aber das ist ja okay so. Brauchen wir dafür irgendwelche Signale? Eigentlich nicht. Das ist der Streckenabschnitt. Die werden so selten befahren sein. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Alles gut. So, und das haben wir geschafft. Als kleiner Sicherheitsfanatiker wird jetzt einmal abgespeichert. Hallo ihr Lieben, 130 Zuschauer haben wir etwa auf YouTube und auf Twitch. Mittagspause mit WB, ihr seid bei einem Preview Live Let's Play mit Transport Fever 2 auf einer Zufallskarte im Jahre 1963 und mittlerweile bin ich geboren, ja, das ist ja schön. Das war bislang noch nicht der Fall, jetzt ist der WB in die Welt gesetzt worden von Papa und Mama, seinerzeit in Mönchengladbach. So, jetzt geht es noch, jetzt holen wir uns hier im Depot die Züge, vorher richten wir eine Linie ein. Und die Linie beginnt bitte hier. Dann geht's einmal voll bitte. Hier hin. Einmal ausladen. Hier hin. Voll machen bitte. Und
hierhin zurück. Ja, alles klar. Farbe ist dieselbe wie die da oben, dass wir die verschiedenen Typen haben. Und das ist dann Bahn. Was transportieren wir? Ach, Holz, genau. Stämme, Bahnstämme. So, das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Gehen ins Depot. Und kaufen jetzt bei Cargo die Dampflok, weil die schön billig ist. Und weil die, also auf die kurze Entfernung, das ist jetzt nicht so entscheidend. Die brauchen eine Ewigkeit, also da spare ich jetzt lieber ordentlich Geld. Und wir wollen eine Dampflok rollen sehen. Und die sind auch hier, ihr seht es ja, auch mehr für Passagiere. Dampfloks können wir, werden wir irgendwann eh nicht mehr nutzen können. Die haben einen sündhaft teuren Unterhalt hier. Standardlok. Die ersetzt Dampfloks irgendwann die Diesellok hier. Aber 355.000, 911.000 pro Jahr. Das ersetzt also die regulären Kosten pro Jahr. Das ersetzt niemals die Geschwindigkeitsersparnis, also den Geschwindigkeitsvorteil und die höheren Gewinne, die wir für die wenigen Fahrten pro Jahr bekommen. Dann gehen wir lieber auf die ganz billige Variante hier. Farbe, alles so wie es ist. Neues Fahrzeug, genau. Und wird hinzugefügt. Jetzt gehen wir zu den Wagen noch. Und da hatten wir uns gestern Rungenwagen ausgesucht, aber die billigere Variante mit den 80 Stundenkilometern. Das reichte dicker aus. Und hier transportieren wir dann die Baumstämme. Und kaufen davon. Da werden jetzt 8, 16, 32 werden transportiert. Können wir noch immer später nochmal nachjustieren. Kaufen das für 3,6 Millionen. Eieieiei. Echt so viel? Ja, die Dampfloks sind allein die 2,1. Okay. Und da geht's jetzt hin, auf der Strecke. Abfahrt! Jetzt bin ich gespannt, ob die dasselbe Theater macht wie gestern, nämlich erst die Strecke dort oben anfährt oder die dort unten. Ich hoffe natürlich letzteres. 'Sein erster Zug für heute! Hi, es wird immer voller. Schön, dass ihr alle zu eurer Mittagspause kommt. Mahlzeit Matze zum Beispiel. Liebe Grüße an Treckmann, an Robin, an Axador, an Tiefsee Gaming, Urgestein bei uns im Forum, an Firsty, Kleine Jut. Wen habe ich noch übersehen? Mac Butcher. Und, wofür fahren wir hin? Jetzt begrüße ich nur den Chat, statt das Spiel zu zeigen. Unglaublich, er dreht tatsächlich hier im Zug und fährt dann erst oben hin. Da wurde schon im Chat gestern gemutmaßt, warum, und die plausibelste Antwort ist, weil der Zug dort oben kürzer, weil die Entfernung kürzer ist nach dort oben hin. Trotzdem kommt mir das ein bisschen komisch vor, weil ich würde ja schon, ich hatte ja die Strecke manuell anders eingestellt, die Linie. Hallo Jonas. Chuchu an Rudi. Gulaschkanonist. Schön, dass ihr alle da seid. Die fährt nach oben, weil sie nicht ankommen in der Station.
der nächsten Station in den... Wie bitte? Die fährt nach oben, weil sie nach Ankommen in der Station die nächste Station in der Liste... Ach, und weil wir die Station zweimal anfahren, fährt... Ah, jetzt habe ich... Nein, aber nach der... Moment, wie meinst du das? Das ist das, was wir doppelt anfahren. Und dann... Ach so, der zählt von oben runter und fährt... Nee, das verstehe ich. Ach so, weil der hier ankommt, in die Station fährt er rein und dann nimmt er in der Station die Linie auf und fährt von dort dann runter und klappert das dann von dort unten ab. Das klingt plausibel, da hast du recht. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber wenn es so ist, es klingt schon mal total plausibel auf jeden Fall. Ich hoffe, alle konnten das verstehen. Also in dem Augenblick, die Station, wo der reinfährt in die Linie ab, da klappert er die Linie ab, der Zug. Jetzt schon voll. Oh, das geht aber sehr fix. Da müssen wir uns überlegen, ob wir den nicht nachher noch ein bisschen länger machen. Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Wie viel ist hier schon? 61 schon. Oh, da müssen wir den gleich aber ordentlich, sowas von ordentlich aufstocken. Das ist ja krass. Mann, das hätte ich ja nie gedacht. Wir müssen ja aber auch die Stationen mal umbenennen. Die heißen ja ganz komisch. Nee, da Tiefsee Gaming eine Sonderausgabe der WB-Tasse mit Anno aufdruckt, das wird nicht passieren, weil dann müssten wir... ich kann keine Spiele-Labels oder Logos auf die WB-Tasse draufpacken. Das geht lizenzrechtlich nicht. Ich kann nicht mit dem Logo von einem Spiel selber Produkte bedrucken und die dann verticken. Also das geht nicht. Liebe Grüße an alle 150 Leute mittlerweile schon da. Jetzt kommen wir hier hin und jetzt machen wir Folgendes. Bevor, hoffentlich klappt das, dass wir bevor der abfährt, den nochmal hier oben voll machen lassen. So, jetzt hat er nichts mehr und jetzt sage ich ihm ab ins Depot, damit wir dem noch ein paar mehr dazu packen. Das war aber Millimeterarbeit. Genau in dem Augenblick, bevor er wieder abfahren wollte, im Sekundenbruchteil, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich zu solchen Reflexen oder zu solcher Genauigkeit in Echtzeit fähig bin. Ein Glückstreffer, ich sag's ganz offen. Fahren wir wieder zurück ins Depot rein. Jetzt muss er aber ziehen, ne? Hier bei der Strecke rauf, aber es klappt. Gute alte Dampflok. Rein geht ins Depot. Jetzt packen wir dem noch ein paar rein. Die Frage ist, wie viele? Wie viele packen wir dem noch rein? So, jetzt gehen wir mal schauen, wie viel hier so reinkommen im Laufe der Zeit. Produktion hier 400. Jetzt sind auf dem Bahnsteig schon wieder 24. Wenn er hier ankommt... Also wenn er jetzt normal durchgefahren wäre, dann wären da oben vielleicht 40, könnte ich mir vorstellen. Dann fährt er die Strecke wieder zurück, dann sind da oben 80. Das heißt, so ganz grob über den Daumen, die nehmen immer 80 mit pro Strecke. Wie viel lagert hier unten? 78. Also 80 nehmen die mindestens mit. Wir können auch mit bis zu 100 kalkulieren. Wir gehen hier rein und konfigurieren den Kollegen mal. Das war, glaube ich, dadurch, genau. Jetzt müssen wir aber nochmal ordentlich Geld kaufen. Geld kaufen. Geld in Anspruch nehmen. Und gehen in die Cargo-Geschichten rein. Da hängen hier ein paar Kollegen ran noch. Das ist nur der Geschwindigkeit. Das hatten wir uns gestern angeschaut. Die Geschwindigkeit ist anders, aber die Lok packt das eh nicht. Wir lassen alles... Wir machen es wieder mit den weiter, vorerst mit den billigen. Und kaufen, also wir haben jetzt eine Kapazität von 60, 32 nur, meine Güte. Das heißt 1, 2, 3, 4, hier oben mitgezählt, also auf 80 müssen wir mindestens hoch. Sind wir bei 80, ich glaube wir können auch auf 90
Wie viel haben wir jetzt? 1. 10. Ich gehe mal auf 88. Auf 88 gehe ich mal hoch. Der Zug ist lang, 137 Meter. Da müssen wir noch anstocken. Da habt ihr recht. 137, die Plattform war auf 120. Da müssen wir ein bisschen andocken. Wir können bis 160 hochgehen. Ich kaufe mal noch einen dazu, damit wir nicht ständig hier rein und raus fahren müssen ins Depot. Gehen hier hoch. Gehen hier wieder rein und sind jetzt bei 2,9. Gehen hier raus. Und machen hier, gehen hier in den Bahnhof rein und verlängern die Station. Moment mal, das hier sind, das ist die Cargo-Station, genau, richtig ausgewählt, ja, die kommt hier dran. Und jetzt hoffe ich mal, dass der rote Punkt hier heißt, hier fehlt noch was, das heißt, bei den Tracks müssen wir auch noch mal einmal hier drauf. Und das geht nicht. Das geht nicht, weil das hier zu lang ist. Weil das nicht dicht genug dran liegt, oder? Da geht's nicht. Das heißt, wir müssen ein kleines Stückchen... Das ist echt doof. Jetzt müssten wir ein kleines Stückchen abreißen. Jetzt gucke ich mal. Und das dicht daran legen. Das geht aber. Das kriegen wir hin. Das heißt, das reißen wir ab. Gehen wir hier wieder in den Bau rein. Gehen wieder in Gebäude. Pardon, gehen in die Modifizierung rein. Konfigurieren. Waren bei den Tracks und legen hier ein Stückchen dran. Gehen wieder raus. Gehen in den normalen Gleisbau ran. Und hoffen, dass das jetzt funktioniert. Dass das jetzt uns erlaubt wird. Ja, es klappt. Alles gut. Das haben wir hinbekommen. Genau, und jetzt ist hier die Länge. Müsste reichen. Jetzt machen wir das oben auf der anderen Seite auch. Und unten natürlich auch noch. Hier wird schwieriger mit der Kurve. Das ist jetzt schon klar, dass wir gleich abreißen müssen. Das heißt, wir konfigurieren bei den Plattformen. Das war die Cargo-Plattform. Hier gehen wir hin. Die ist gebaut. Dann gehen wir wieder in den Abriss. Machen hier ein Stückchen weg. Eventuell müssen wir sogar noch ein zweites gleich wegmachen. Müssen wir gleich mal gucken. Wieder hier rein. Oh, das, wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es aber ziemlich komfortabel gelöst, muss ich sagen. Rein, Bau, normale Gleise und jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Die Kurve ist wahrscheinlich... Ist das jetzt schwierig? Doch, es geht. 100 nur, aber das ist okay. Da kann ich... Das ist sowieso kurz vor der Einfahrt. Das ist alles kein Thema. Prima. Jetzt müssen wir dieselben Sperrenzchen noch in der Mitte machen. Also hier.
Und das Gleis hier, das müssen wir auf jeden Fall verlängern. Mal kurz zur Erinnerung, das Sägewerk macht aus zwei Einheiten Stämme jeweils eine Einheit Bretter. Deshalb mache ich erstmal nur die eine Seite länger, also das durchgehende Gleis für die Stämme und nicht das andere. Ich hoffe sehr, dass es hier auch funktioniert. Jetzt gehen wir bei der Gelegenheit, geben wir auch einen anderen Namen. Das ist Sägewerk, Frankfurt Sägewerk, nicht Innsbruck. Sonst kommen wir ja total durcheinander. Hier ist Neckarbischofsheim Wald, das ist okay. Das hier ist Neckarbischofsheim. Holzfällerei. Oh Gott, das ist viel zu lang. Jetzt geht's hier hin. Konfigurieren und wir verlängern das auch hier wieder bei den Plattformen mit dieser hier eins in. In welche Richtung geht es wohl eher? Wahrscheinlich werden wir ohnehin beide nutzen müssen. Irgendwann. Wir machen einmal hier. Genau. Dann geht es wieder hier rein. Das Stückchen wird entfernt. Verlängern wir das hier. Das war es schon mal nicht. Bau nicht möglich, jetzt aber. Und Geschwindigkeit, kein Geschwindigkeitsverlust, alles prima. Wird bestätigt. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Und jetzt müsste eigentlich alles klappen. Schauen wir bei den einzelnen Stadtbahnhöfen nach den Ausfahrtgleisen. Das mache ich nicht jetzt. Später gerne. Jetzt gucken wir hier mal rein. Holen uns den Zug wieder. Und können dem, glaube ich, sagen, dass er wieder fahren kann, ne? Das macht er, glaube ich, von alleine. Kommt er raus? Nein. Nee, alles gut. Der müsste eigentlich von alleine rausfahren jetzt. Warum fährt er nicht raus? Okay. Jetzt aber. Linie nochmal zuweisen. Jetzt kommt er rausgefahren, da ist er. Und die Strecke erneut auf. Jetzt ist er doppelt so lang. Jetzt sollte alles gut funktionieren. Schön, dass so viele Leute da sind. Freut mich total.